Auf los geht's los. Ich hoffe, man kann etwas sehen. Ich versuche das jetzt bei mir so groß wie möglich zu machen. Und solange jetzt kein das passt nicht kommt, mache ich einfach mal weiter. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach fragen. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Shakil Awan. Ich bin bei der Deutschen Telekom und seit einem Jahr in der Personalentwicklung. Das war nicht immer so. Und wie ist das zustande gekommen? Mit der Erfindung dieser Plattform. Diese Plattform ist heute die größte informelle Lern- und Austauschplattform innerhalb der Deutschen Telekom. Was tun wir? Wir tauschen Wissen miteinander, wir helfen einander und das ganz informell, kollegial, engagiert und zu verschiedensten Themen, zu Business-Themen, zu Afterwork-Themen, zu Gesundheitsthemen. Richtig, richtig toll. Und wir haben verschiedene Formate und die möchte ich gleich nochmal zeigen. Und was ich auch nochmal zeigen möchte, ist, wie das Ganze gestartet ist. Weil das war nie so die Idee. Die Grundidee war, dass hier einfach mal eine Ansprechpartnerliste geschaffen wird. Und wo entstand die Idee? Ende 2017 innerhalb der Deutschen Telekom im Bereich Telekom IT und dort in einem Transformationsprogramm. Ich gehörte damals dem Arbeitspaket Lernen an. Das war. Also man hatte die Möglichkeit, als Mitarbeiter an diesem Transformationsprogramm teilzunehmen und mitzugestalten. Und ich fand mich im Kernteam Lernen wieder. Wir waren 14 Menschen aus 5 verschiedenen Ländern und haben an Lernthemen gearbeitet. Und zwar durften wir uns die Themen selber erarbeiten. Also es gab kein Top-Down, das sind die Themen, an denen ihr arbeiten müsst. Nein, wir haben die uns selber erarbeitet. Da waren Themen dabei wie das Thema Business Englisch, das Thema Expertenkarriere und weitere tolle Themen wie Lernkultur. Und ich habe den Kollegen angeboten, mal ein paar Experten an Land zu ziehen, die die Kollegen aufschlauen in der Nutzung des Intranets und anderen Themen. So ist das Ganze gestartet. Dann habe ich den Kollegen gesagt, wisst ihr was? Ich bereite einfach mal was vor, eine kleine Ansprechpartnerliste. Ich organisiere Calls und ihr lernt was. Und aus dieser kleinen Idee, die anfangs gedacht war, einfach nur ein paar Menschen zu dienen, ist heute die größte Community mit über 20.000 Mitgliedern bei der Deutschen Telekom. Und zwar, und die wächst immer weiter. Und diese 20.000 Mitglieder, das sind nur die, ist nur die Anzahl der Mitglieder. Es sind bei weitem viel mehr Nutzer. Bei uns hatten Zahlen, Daten, Faktmensch gesagt, ja, ihr habt heute mindestens die Hälfte der Mitarbeiter bei der Deutschen Telekom kennt das und nutzt das. Ne? Wenn er das sagt, glaube ich das gerne. Also er rechnet mit 100.000 Nutzern. Das hat er mal ausgerechnet. Und was bieten wir an? Also aus dieser damals kleinen Idee entstanden ist jetzt ein Potpourri an tollen Angeboten. Und was haben wir? Was bieten die Kollegen für andere Kollegen an? Wir haben bei uns zum Beispiel, das ist unser Paradestück, einen offenen Lernkalender. Wir haben Kollegen, wenn sie eine Lust haben, können sie gern ihr Wissen teilen, können von morgens bis abends Calls zu verschiedenen Themen anbieten. Und zwar, das ist der Kalender bei uns und das ist der Ausschnitt für heute. Wir haben jetzt gerade 11 Uhr. Was läuft denn gerade? Da läuft gerade Java-Anwendung im Docker-Container mit dem lieben Elmar. Parallel das Projekt strategisches Skill-Management. Dann haben wir noch, also wäre ich heute nicht bei euch hier, wäre ich hereingegangen. Was macht denn so ein Gesamtbetriebsrat überhaupt? Zum ersten Mal haben wir sogar die Kollegen aus dem Betriebsrat dabei. Und dann gibt es noch weitere Themen. Das heißt, heute Morgen sind wir gestartet mit diesen Themen und über den Tag gesehen. Seht ihr, was wir alles im Programm haben? Es geht sogar weiter. Selbst nachts findet was statt. Die Kollegen aus Mexiko bieten das zum Beispiel an. Und wir haben hier Themen zu Tools. Wie funktionieren Tools? Wie funktionieren Methoden? Wie funktionieren gewisse Technologien? Kulturthemen auf Deutsch, auf Englisch, Spanisch, Russisch, Türkisch. Wir haben alles dabei. Und der Kalender wächst und platzt und es kommen immer weiter neue Themen hinzu. Und es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Und jeder macht mit. Heute Nachmittag zum ersten Mal auch hier. Augenblick, wir hatten eine Musik eingeschaltet im Hintergrund. Na? Ja, so, okay. Und zum ersten Mal von unserer italienischen Praktikantin mit drei anderen italienischen Kolleginnen zusammen, italienische Lernstunde auf Englisch. Und das wird eine Serie, die frisch gestartet ist. Ja, Augenblick bitte. Ja, kleinen Augenblick bitte. So, da bin ich wieder. Und zwar, und das Thema hier wächst und wächst.
Jeder kann mitmachen. Wir freuen uns über Kollegen aus der ganzen Telekom-Welt, wenn sie bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Die Einstiegshürde ist bei uns sehr gering gehalten, damit sich auch jeder traut. Und wir haben hier ganz tollen Content. Wir haben Communities, die heraus entwachsen. Und wir laden jeden Kollegen ein, hier sein Wissen zu teilen. Mein Postfach ist voll mit Menschen, nicht nur von innerhalb der Firma, sondern auch außerhalb der Firma, wie man hier sehen kann. Wir haben auch Externe, die bei uns gerne ihr Wissen teilen. Und das läuft einfach gratis von Kollegen für Kollegen. Und es wächst und wächst und wächst und es wird immer mehr. Und hier kann man sehr schön sehen, was wir denn schon alles im Programm haben, was denn sonst noch alles so reinkommt. Und wir haben hier Sachen drin bis Ende des Jahres. Und jeden Tag tragen wir hier neue Sessions ein. Zwischen 10 und 50 Sessions kommen hier hinzu, fast täglich. Und das ist das, was uns hier so erfolgreich macht. So, und es geht noch weiter. Wir haben bei uns hier eine tolle Expertenliste. Das heißt, wir haben eine Liste, in der man nach Menschen suchen kann, die einem zu einem bestimmten Thema weiterhelfen können. Eine Art gelbe Seiten. Und das haben wir zu Business-Themen, aber auch zu Afterwork-Themen. Funktioniert sehr, sehr gut. Und hier kommen auch nach und nach immer mehr Kollegen rein. Läuft nicht ganz so gut wie das erste, macht aber nichts. Ne? Manche trauen sich nicht immer, brauchen den Stupser. Es funktioniert aber und es wächst und wächst und wächst langsam an. Und es ist eine tolle Geschichte, weil hier Leute direkt reingucken können und immer nur Kollegen vorfinden aus der ganzen Welt, die auch hilfsbereit sind und auf die man zugehen kann. Diese Menschen helfen dann so, wie sie Zeit haben. Das ist jetzt keine Hotline, sondern einfach jemand, der sagt, ja, ich kann was. Zum Beispiel, ich könnte was zu dieser Plattform erzählen. Kommt gerne auf mich zu. Ihr müsst nicht warten, bis ich jetzt einen Call irgendwo anbiete. Ne, kommt einfach auf mich zu. Ja, dann haben wir nochmal das Thema Exchange. Ja, das würde ich euch auch gerne nochmal zeigen. Ich hatte hier vorhin nochmal kurz was vorbereitet. Augenblick bitte. Das ist hier das. So sieht das Ganze aus. Worum geht es hier beim Thema Exchange? Ich habe jetzt mal ein paar Namen rausgelöscht, weil ich muss ein bisschen vorsichtiger sein mit Daten. Aber so ist das Ganze aufgebaut. Und zwar heißt Exchange bei uns Austausch oder Lerngruppe oder beides, wie auch immer. Wir haben hier themenbezogen, haben wir hier Gruppen. Und das sind Chatgruppen. Das heißt, mit einem Klick kann man diesen Gruppen beitreten. Das heißt, man klickt nur hier drauf und ist schon direkt in dieser Chatgruppe. Und das sind bei uns Tools, die bei uns genutzt werden. Wir haben aber auch übergreifende Themen. Slack wird sogar auch heute hier genutzt. Ne? Oder wenn jemand sagt, hier Jira oder Excel. Wir haben hier teilweise Hunderte an Teilnehmern in diesen Gruppen. Und das heißt, man kann eine Frage reinwerfen, man kann auch eine Frage beantworten, man kann irgendwas teilen, wenn man was Interessantes hat. Und das ist richtig, richtig toll. Und es wächst und wächst immer weiter. Wir haben hier schon sehr, sehr viele Gruppen, die wir aufgebaut haben. Das ist eine ganz einfache Idee. Und was ich vergessen habe zu sagen, oder vielleicht ist das jetzt auch die richtige Stelle, um es zu erwähnen, wir haben bei uns bei der Einführung dieser Plattform, dieser Idee, nichts Neues genutzt, sondern auf vorhandenen Mitteln aufgebaut. Also alles, was man hier sieht, ist eh schon da. Und man kann hier sehr, sehr schön sehen, dass wir hier kein neues Tool eingeführt haben. Ne? Wir nutzen vorhandene Tools. Wir nutzen vorhandene Kolleginnen und Kollegen, die uns hier weiterhelfen. Und das ist, glaube ich, auch einer dieser Erfolgskriterien für diese Erfolgsstory, die hinter Lernen von Experten steckt. Und ihr seht, ich kann hier weiter scrollen. Es kommen hier weiter Räume dabei. Jetzt sieht man Boxen. Da wird jemand sagen, boah, was heißt denn hier Boxen? Wir haben bei uns eine Gruppe, die sich nach der Arbeit trifft, ne, zurzeit virtuell. Wir haben einen Kollegen, der kennt sich in verschiedensten Boxarten aus und bietet virtuelle Sessions an, teilweise täglich. Und dieser Chatraum hat knapp 400 Teilnehmer. Ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Kollegen wir hier mit einfachsten Mitteln zusammenkriegen. So, was haben wir noch? Das nächste Ding ist bei uns das Lex Mentoring Coaching. Ist man ein Coach, ein Mentor? Denn wir haben sehr viele erfahrene, teilweise auch zertifizierte und haben diese Menschen zum Beispiel eine Stunde Zeit pro Woche, um anderen gratis weiterhelfen zu können, können die sich hier gern eintragen. Auch hier wieder, jetzt kurz nur für euch, wurden die Kontakte jetzt mal rausgenommen. Hier stehen auch Namen hinter, aber hier sind verschiedenste Themen drin. Ne? Die Kollegen dürfen sich auch selber eintragen. Guck mal, hier gibt es sogar Charisma auf Knopfdruck. Hier gibt es den Scrum Master und Mentor. Hier haben wir einen Career Code, ein systemisches Coaching, noch mehr systemisches Coaching und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und weitere Coaches, sogar ein Life Coach, Storytelling Coaches. Also ganz tolle Menschen, die anderen einfach gerne weiterhelfen wollen. Man muss nicht lang suchen. Bei uns gibt es sehr oft und sehr einfach Lösungen. So, was ist denn das nächste, was ich euch zeigen möchte?
Wir haben jetzt das gesehen mit den Sessions, mit den Experten, die Austauschplattform, das Mentoring. Dann haben wir bei uns Local, ich rutsche mal zwei weiter, weil ich das auch gerade offen habe. Das ist bei uns hier mal gestartet, kurz vor Corona. Und seitdem ist gestoppt. Aber wir haben hier an verschiedensten Standorten, haben wir Kollegen, die zusammenkommen und an verschiedensten Themen sich aus, also tauschen, toben, wie auch immer, zusammenlernen. Ne? Entweder wird in Aachen gekickert, in Bamberg gibt es die gewaltfreie Kommunikation. Wir haben sehr viele Sketchnotes-Stammtische, also nicht nur in Barcelona, sondern auch in Bonn, in Darmstadt, Kosice, St. Petersburg. Also wir haben hier viele lokale Angebote. Ich hoffe, dass die bald wieder starten. Wir haben sogar in Bonn sogar eine Telekom Dance Community, die sich getroffen hat und einfach mal hier einmal die Woche miteinander getanzt hat. Ne? Eine ganz tolle, lustige Geschichte. Und haben wir verschiedene Tanzschritte geübt. Ne? Jetzt kann man sagen, boah, ist das lustig, ne? Machen die das wirklich? Was ich hier sehe, das ist hier der Beginn einer tollen Networking-Geschichte. Man lernt hier neue Kollegen kennen und dann lernt man auch mal kennen, was die so machen. Und manchmal ist da einer vielleicht vom Datenschutz dabei oder anderen Themen oder einer aus dem Betriebsrat oder wie auch immer. Aber es sind Menschen, die vielleicht einem auch weiterhelfen können, wo man auch mal eine Frage platzieren kann. Und man lernt hier viele Leute einfach kennen. Ja, das habe ich getan. Ja, ich bin bestimmt einer der bekanntesten Mitarbeiter der Deutschen Telekom, aber ich kenne auch die ganzen Expertinnen und Experten und ich freue mich da auch. Ja, wenn man, ich werde ständig gefragt, kannst du mal jemanden empfehlen für jenes oder dieses Thema? Und es klappt, oder dieses und jenes Thema. Und es funktioniert wunderbar. So, das hierzu. Was kann ich euch noch sagen? Wir haben bei uns ein Forum. Das heißt, man kann hier hinkommen und eine Frage stellen. Ich habe einen bestimmten Bedarf. Ich suche einen agilen Coach. Wer kann mir etwas programmieren? Wer könnte da zu dem Zeitpunkt etwas filmen? Also alles Mögliche kann man hier reintun. Die Kraft der Community wirkt dann und wir finden meist auch jemanden, der helfen kann. Und wenn nicht, macht auch nicht. Man hat ja nichts verloren. Man hat hier einfach nur noch mal einen zusätzlichen wie heißt das so schön, hier ein zusätzliches Punkt genutzt, um hier etwas kennenzulernen. Also richtig, richtig tolle Geschichte. Was kann man noch so sagen? Was kann ich euch noch mitteilen? Und zwar, wie sind wir aufgebaut? Ich bin heute der Einzige, die Seite lädt noch, der damit sein Geld verdient, und zwar auch nur seit einem Jahr. Bis letztes Jahr war ich bei der Telekom IT zuständig und Vertragshalter für das Thema Leitungsgeschäft der T-Shops. Das ging alles über meinen Tisch. Aber wir sind heute dieses Team, also das sind lauter Freiwillige in verschiedensten Rollen. Das sind auch manche dabei, die vielleicht noch nicht mal hier eine Minute im Monat gerade erbringen können, aber es ist freiwillig. Und diese Kollegen helfen mit, diese Plattform aufrechtzuerhalten. Diese beiden Herren begleiten mich meistens, wenn ich Lex hier außerhalb der Telekom vorstelle. Wir waren jetzt vor kurzem bei der Deutschen Bahn, ne? Davor bei der Bundesbank, hier dann mal bei der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, beim Wirtschaftsbeirat. Also es ist ständig, möchte jemand gerne was zu Lex erfahren, weil das nicht so, so etabliert ist. Also auf jeden Fall nicht in dieser Größenordnung in anderen Firmen. Und wie funktioniert es? Da gibt es immer viele spannende Fragen, aber dazu können wir auch gleich eingehen, denn ich habe hier sehr viel Zeit zum Austausch eingeplant. Ich hoffe, ihr habt Fragen. Und das ist die Freiwilligentruppe, also das Kernteam. Und hier haben wir ein paar Ehrenbotschafter. Wir haben sehr viele internationale Botschafter und Multiplikatoren in den verschiedensten Ländern, wo wir aktiv sind. Und es wächst und wächst immer weiter. Wir haben aber auch sehr viele externe Freunde, Expertinnen und Experten, die auch regelmäßig Sessions machen. Hier sind auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen dabei, die uns weiterhin die Treue halten und immer noch ihr Wissen teilen. Das heißt, wir haben auch keinen Wissensverlust, wenn jetzt jemand geht. Die Kollegen wie auch der liebe Norbert, ne, und diverse andere, die mal bei der Telekom waren, wie der Tom, der Sial, das heißt, sie müssen nicht nur Ältere sein, die Antonia, die sind nach wie vor, halten uns die Treue, ne, und teilen ihr Wissen. Genauso wie der liebe Simon, ne, den kennen wir sicherlich alle hier, Simon Dickert. Und hier lauter, also mehrere Meter interne Menschen, die uns unterstützen. Ich komme nochmal zurück. Zusammenfassend kann man sagen, eine Graswurzelbewegung, die ohne Auftrag entstanden ist, nur auf vorhandene Tools setzt, also es wurde nichts Neues eingeführt. Sehr lange ist das Thema unterm Radar gewachsen. Es hat auch schon Erfolge gehabt, und zwar 2018, September, mit dem Auftritt in der öffentlichen Vorstandssitzung. Da kann ich euch sogar noch ein Beweisbild zeigen, wenn ihr möchtet. Ich rufe das mal kurz auf. Und
Da saß ich am Tisch mit unserem Vorstand und habe hier zu dieser Idee berichtet und um Unterstützung gebeten. Das bin ich. Hier ist Tim Höttges und das sind alles Vorstandsmitglieder. Bis auf den, ich glaube, der ist mittlerweile weg. Und hier sieht man das Ganze mal live und wurde sogar noch live gestreamt. Es gibt sogar einen Mitschnitt von der ganzen Geschichte. Das war so der erste Durchbruch. Bis dahin habe ich das Ganze komplett allein gemanagt. Dann kamen die ersten Kernteammitglieder hinzu. Die Freiwilligen haben es mit unterstützt. Ein paar Monate später haben wir sogar den ersten Preis gewonnen. Und zwar gibt es bei uns Telekom intern einen Team Award. Ne, der ist auch ziemlich gut dotiert. Wir haben den dritten Platz gemacht und 15.000 Euro gewonnen für ein Team-Event. Und dieses Jahr oder 2020 haben wir sogar diesen Award, ich weiß, eigentlich darf man nicht nochmal antreten, wir haben es ganz frech gemacht, sogar gewonnen. Ne, wir sind Erster geworden und das heißt, werden immer bekannter und bekannter. Es gibt Bücher, wo wir drin erwähnt sind mit dieser Thematik, mehrere Podcasts und Masterarbeiten. Also das Thema ist für viele sehr, sehr interessant. Was kann ich euch jetzt noch als letzte zwei, drei Sätze sagen? Alles ist hier auch sehr, sehr, sehr einfach gehalten, um die Eintrittsschwelle sehr niedrig zu halten. Nicht jeder kennt sich bei uns im sozialen Internet super gut aus. Die Leute möchten mit zwei Klicks die Information haben. Deswegen ist das hier auch so aufgebaut. Zwei Klicks, schon ist man dabei. Wir haben hier auch, ne, auch wenn es nicht schön ist, viele Informationen auch hier direkt schon auf der Startseite weiter drunter, damit man direkt die Sachen einfach vorfinden kann. Wir haben bei uns Webex Teams, Chaträume, wo man jeden Morgen auch erfährt, was läuft denn an diesem Tag. Mit einem, zwei Klicks ist man direkt dabei. Und hier weiter drunter, ihr habt jetzt eben die lange Sessionliste gesehen. Das ist nicht jedermanns Sache. Wir haben hier auch nochmal Sessions themenbezogen zusammengefasst. Wenn jemand sagt, ich mag nur Agilität, na, dann soll er einfach hier draufklicken und glücklich werden. Und das ist unser Ziel, das Leben unseren Nutzern immer weiter einfacher zu machen. Und wir sind nicht ganz allein. Wir haben viele Kooperationspartner, viele Nachahmer auch in der Firma. Also viele finden das Thema so toll, dass sie das sogar auch nachgebaut haben, teilweise recht dreist, aber das ehrt uns auch, das zeigt uns, dass wir hier auch was Tolles geschaffen haben. Und dann möchte ich mal was zeigen, worauf ich richtig stolz bin. Das offizielle Lernen bei uns, der offizielle Lernkanal, der findet dieses Informelle so toll, dass wir mittlerweile auch einen gemeinsamen Auftritt haben. So sieht der offizielle die Seite aus. Des Lernen bei der Deutschen Telekom. Und wir teilen uns den Auftritt. Das heißt, hier willkommen nicht nur bei YouLearn, so heißt das Programm, sondern auch bei Lernen von Experten. Und es ist, also wie soll ich sagen, das ist wie eine Art Ritterschlag, ne, dass man hier nicht konkurriert, sondern das schön das Ganze als Ergänzung sieht. Und was wir tun, was machen wir? Wir teilen nur Wissen. Wir bilden nicht fort, wir machen keine Schulung, wir zertifizieren nicht. Das läuft alles über den offiziellen Kanal. Wir geben den Leuten sozusagen ein Taste of Learning. Will man mehr, ne, kann man auch hier über das Offizielle bei uns sehr viele tolle Sachen lernen. So, ich glaube, ich muss mal Luft holen. Das ist die Chance für euch, jetzt auch mal Luft zu holen und gerne Fragen zu stellen, wenn es Fragen gibt. Ich hoffe, es sind noch Leute in dem Call. Ich habe einen Klick gehört. Ich höre Dann niemanden, fange das ich war vielleicht irgendwie. mal an. Ja, Super spannend. hallo. Super Dankeschön. spannend. Also ganz toll, was ihr da aufgebaut habt. Also ich versuche gerade das lebenslange Lernen ein bisschen mehr in die Gesellschaft zu bringen. Und witzigerweise machen wir im kleinen, ganz kleinen Umfeld gerade so ein ähnliches Experiment. Aber das ist super spannend, dass es auch in groß funktioniert. Also schon mal zwei Daumen. Also ganz toll. Dankeschön. Ja, also. Eine kurze Frage, zum Beispiel, wenn man eine Session anbietet, ja, dann gibt es ja so viel, also das sind ja wahnsinnig viele. Und wie strukturiert ihr überhaupt, dass man das findet? Also einfach nur durch den Text und die Beschreibung und das reicht. Also das Tool selber ist nicht so dolle, das Intranet, was wir bei uns nutzen. Und daher wird das jetzt auch durch ein neues, also die eine Software wird durch eine andere ersetzt, sogar in diesem Jahr. Und da wird hoffentlich alles noch besser. Deswegen haben wir uns ja auch viele Hilfsmittel geschaffen, dass wir hier Webex Teams nutzen, dass wir jetzt hier auch unsere Suche verbessert haben. Und natürlich kann man auch um mich fragen. Also der Faktor Mensch ist bei uns sehr, sehr stark dabei. Ne? Also es muss nicht immer alles technisch sein. Also ich habe dir dann auch gesagt, kommt auf mich zu, braucht ihr Hilfe, findet ihr was nicht, fragt mich. Ne? Also ich war sehr lange in der Gastronomie, und da habe ich auch was mitgenommen, seid nett zu euren Gästen, das sind alles Gäste, das sind alles Freunde. Und dann kommen sie wieder und sind auch nett zu euch. Und
nicht immer, das steht doch da. Nee, das gibt es bei uns nicht. Wir sagen auch, das steht doch da, aber das, ich sage dir auch, wo es steht. Ne? Also ne, wir bieten beides an. Und was passiert, wenn jemand eine Session anbietet und es kommt niemand? Ist das nicht, hat das nicht ein gewisses Frustpotenzial auch? Ja, aber das ist auch ein Learning. Also man sieht das ja schon vorne an den Anmeldezahlen. Ab und zu gibt es, also selten den Fall, aber gibt es, wenn jemand sagt, ach, weißt du, haben sich nur drei angemeldet, ich sage ab. Und dann sagen wir den Leuten ab, bei uns gibt es eine schlechte Anmeldekultur. Ne? Vielleicht möchten manche nicht gesehen werden, trauen sich nicht, sind zu faul, ne? Gibt es auch. Und weil man muss sich gar nicht anmelden. Man hat ja direkt die Daten, kann sich alles schön im Outlook mit einem Klick hinzufügen und ist alles auch im Outlook vorhanden. Aber dann sagen wir einfach ab. Aber das ist ja das, mit den zwei Füßen wird entschieden und das regelt sich selber aus. Ne? Also dann braucht man nicht zu sagen, wenn jemand sagt, boah, ihr habt da 100 Mal Yoga drauf im Programm und wenn jetzt hier diese 100 Yoga-Anbieter irgendwie feststellen, da kommt keiner mehr, dann machen die das auch nicht. Aber bei uns ist eher das Gegenteil. Dass der Schrei nach mehr ist lauter als nach weniger. Ja. Cool. Wie strukturiert ihr das Expertenwissen? Weil, also ich habe mal für mich versucht, allein jetzt für die Schule, dass ich mal sage, was ich so alles, wo ich unterstützen könnte. Und dann kommt da halt bei mir und bei vielen anderen aktiven Menschen halt wahrscheinlich so eine Liste raus. Ja, wo man gar nicht weiß, was die anderen interessieren könnte von dem, was man irgendwie beitragen könnte. Habt ihr da irgendwas gefunden, wie man das halbwegs gut organisieren, strukturieren kann? Oh, noch einmal bitte die Frage. Die war jetzt für mich nicht also, Experten zu schwer. Okay, Entschuldigung. Also ja. Ihr sammelt ja sozusagen auch Experten. Und Experten ist man ja typischerweise eben nicht für alles in der Welt, sondern zu gewissen Themen. Mhm. Und wie macht ihr das so, dass man diese Experten-Spezialisierungen so greifbar macht, dass es feingranular ist, dass es hilfreich ist? Auf der anderen Seite, dass es nicht hunderte, tausende von Begriffen gibt, wo jeder sagt, ich bin der Spezialist für Jira in der Version 3.4.1 und dass man da sozusagen überhaupt den richtigen Level macht. Wir machen das einfach gar nicht. Die Menschen haben selber die Möglichkeit, sich bei uns zu in Listen einzutragen. Da wird das kurz gecheckt, nicht auf Qualität, sondern einfach nur, dass der Eintrag stimmt. Ne? Dass er jetzt nicht jemand irgendwie einen Roman geschrieben hat oder irgendwie Begriffe durcheinander geworfen hat und dann legen wir ein bisschen Hand an. Kosmetik, aber es läuft sehr, sehr einfach. Ne, das regelt die sehen die Beispiele, wie man sich eintragen kann und dementsprechend Beispiel. Machen die Kollegen das ja. Und wir haben hier auch nicht den Anspruch, ich sage jetzt mal die Telekom zu retten, sondern wir bieten hier einfach etwas an, was sehr, sehr gut funktioniert und jeder ist herzlich eingeladen, das nochmal besser zu machen. Und wir versuchen auch mit den wenigen Mitteln, die wir haben, weil es ist ja mehr oder weniger eine One-Man-Show mit ein paar Freiwilligen, dass wir das besser hinkriegen. Ne? Vielleicht jetzt auch mit dem neuen Tool noch besser hinkriegen. Aber wir bieten auch Kollegen nochmal die Möglichkeit an, dass sie auch eine eigene Seite erstellen können. Also ein Dokument, das machen jetzt manche von unseren Expertinnen und Experten. Hier stelle ich mich nochmal genauer vor. Ne? Also hier gibt es ein bisschen mehr als die zwei, drei Sätze. Ja, das ist halt das Ding. Aber wir sind bei Weitem nicht da, wo wir sein könnten. Ne? Also das besser geht immer. Ne? Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir es nicht schwieriger machen. Also wir haben auch keine, das sind irgendwie so drei Formulare, die du ausfüllen musst. Trag dich einfach ein. Wir möchten, dass die Leute dabei sind und dann, sobald sie dazukommen, können wir die Sachen Schritt für Schritt noch besser machen oder anders machen. Also das ist so das Ziel. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr in einer Organisation seid, wo ihr jeden kennt. Also weil ich versuche das gerade Richtung Gesellschaft enlarged zu überlegen, wie sowas funktionieren würde und da hast du allein das Problem. Mit dem Mentoring-Club, ne? Von Bastian Buch, ne? Ehemals gab es Zalando oder immer noch Zalando, dementoringclub.com. Die machen das für die ganze Welt. Das schaue ich mal an. Danke. Ja, gerne. Also wir machen das, was geht, was, also ich sag mal, offen auch auf meinem Mist gewachsen ist, beziehungsweise ich sehe, was ich umsetzen kann. Weil wir nicht so viele Umsetzer hier haben, da fehlt es einfach an Zeit. Ne? Also es gibt das, was ich hinkriege, so blöd es auch klingen mag. Und das ist jetzt eigentlich auch so. Wir gehen auch so weit, was wir auch erreichen können. Aber es wird nichts ausgeschlossen. Wenn jemand eine tolle Idee hat, soll er gerne, ist jeder herzlich eingeladen, zu kommen und sagen, hier, das könntet ihr so machen oder so machen oder so machen. Und einige dieser tollen Ideen. Oh. Jetzt bist du gemutet. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hört man mich wieder? Ich habe nichts gemacht. Ja. Ich habe nichts gemacht. Ich habe die Hände still.
Nee, und was wollte ich sagen? Also, wir wachsen auch mit Feedback und wir kriegen tolles Feedback und das, was umsetzbar ist, bauen wir ein. Nicht alles ist immer umsetzbar. Wir hatten auch mal jemand, der sagt, boah, eure Seite müsste so aussehen wie die von Apple. Da haben wir keinen, der das bauen kann. Und wenn wir jemanden kriegen, nur gegen Geld, und dann müssen wir den ständig fragen. Und wenn wir jetzt irgendwas ändern wollen, dann klappt das sehr einfach bei uns, ne? Und das Thema auch mit dem Experten. Viele trauen sich auch gar nicht und möchten den Leuten auch die Angst nehmen. Du kannst was, du schaffst das, geh auf die Bühne, ne? Lern was, bring den anderen was bei, zitter dich durch. Beim zweiten Mal wirst du weniger Angst haben und mach es einfach und hab deinen Spaß. Und wir haben bei uns auch in den Sessions, da kommen auch nur Leute rein, die sich für das Thema interessieren. Und na, das spürt man auch in den Sessions. Die Leute nehmen eine Freude raus. Und wenn ich bei uns die Externe sehe, wir haben so viele Externe bei uns am Start, die kriegen keinen Cent dafür und die kommen immer wieder, weil die so einen Spaß haben, sich auch mit den Menschen auszutauschen. Ja, wir haben auch bei uns Themen, na, jetzt würde ich mal sagen, was ist denn bei euch? Wird ja viel Technologie sein und irgendwelche Tool-Themen? Nein, bei uns sind aktuell sehr stark Resilienz-Themen angesagt. Selbstbestimmung, Selbstführung, Selbstorganisation, Gesundheit, besser ernähren, ja. Und es wird immer besser. Wir haben sogar demnächst bei uns Heike Drechsler, ich weiß jetzt nicht, es sind sehr viele Jüngere im Call, die, sag ich mal, meine Richtung gehen, die werden sich daran erinnern, ne, ist eine Olympiasiegerin, eine Deutsche, wird demnächst was zum Thema Ernährung machen bei uns. Ne. Wir sind auch dran an Thomas de Maizière. Ne. Drück mal die Daumen. Ne. Ich habe ihn schon angehauen. Ne. Ist der Chef der Telekom-Stiftung mittlerweile, war mal Innenminister. Ne. Könnte sich das auch gut vorstellen. Also wir machen auch nicht Halt vor Größen. Wir hatten auch schon Tim Höttges dabei zum Thema Transformation, 2000 Teilnehmer. Ne, richtig tolle Geschichte. Mein ehemaliger Chef, oder? Ja, glaube ich jedenfalls, ne? Der hat jetzt hier letzten Monat, kurz bevor er gegangen ist, auch mal 4 Sessions zum Thema Storytelling gemacht. Die erste hatte über 500 Teilnehmer. Also das sind auch tolle Erfolgsstories. Wir haben auch Kollegen, die sonst keiner kennt, die machen plötzlich Qigong und es kommen 200 Leute rein. Also wir haben teilweise richtig große Teilnehmerzahlen. Und ist das für du die Teilnehmer? Ja. Entschuldigung, der Telekom, ist das Arbeitszeit? Oder ist das, wie läuft das? Das sind jetzt wieder so Fragen, wo ich sage, ja, also wir haben bei uns Spielregeln definiert mit dem Konzern, Betriebsrat, Personalentwicklungsausschuss. Ne? Und eine davon heißt, die Teilnehmer und die Teilgeber, also die Experten, sage ich jetzt mal, die, also beide regeln das mit ihrem Umfeld. Ne? Also das ist so, ich sage mal so, wir bieten es an. Ja, und jeder, der teilnimmt, der klärt das mit seinem Umfeld. Und bei uns ist eigentlich sehr viel, also die Kollegen sind meistens sehr stark und sehr selbstorganisiert unterwegs und kommen rein. Vielleicht hängen sie die Zeit dran oder vielleicht auch nicht. Aber das ist halt das Ding. Ne? Also nicht jeder kann auch immer dabei sein. Natürlich suchen wir auch nach Lösungen für unsere Shop-Mitarbeiter, Callcenter-Mitarbeiter, Techniker. Wenn die gern dabei sein wollen, wir überlegen, ob wir jetzt Sachen mehr aufzeichnen. Ich bin das eben übersprungen. Wir haben bei uns auch einen Videokanal. Mit über 800 Videos. Das ist der zweitgrößte Videokanal bei uns im Intranet. Also das heißt bei uns YumTube in Anlehnung an YouTube. Funktioniert phänomenal. Wir zeichnen aber nichts auf, weil man es eigentlich gar nicht darf, aus Datenschutzgründen. Also, aber unser Ziel ist einfach mal kompakte Sessions zu machen. Das ist so eine Art, ne, nur mit dem Experten und der erzählt anstatt agil in 60 Minuten, alles in 30 vielleicht. Ne? Das die Essenz davon. Danke, ich finde das tatsächlich super spannend und auch diese Frage, die Gerhard ja eben gestellt hat, da möchte ich mich anschließen ein bisschen, also ging mir jetzt gerade durch den Kopf, weil ich dann dachte, während du erzählt hast über Yoga und Ernährung und Selbstorganisation, wird es überhaupt ein bisschen gesteuert, dass da geschaut wird, okay, geht da irgendwie ein Mitarbeiter dreimal am Tag zum Yoga und dazwischen noch zu so einem Ernährungskurs? Deswegen habe ich ja gesagt, es kann sein, dass sich nicht jeder anmeldet, der kommt. Mhm. Wir haben manchmal dreimal so viele Teilnehmer wie Anmeldungen, also nicht selten. Ne, das kann dann natürlich auch dieser Sache geschuldet sein, muss es aber nicht. Sollte doch ruhig teilnehmen. Ich sage jetzt mal. Ja. Du hast ja auch erzählt davor über dieses, so manche hatten Angst, etwas anzubieten zunächst. Ja, so sich da auch da reinzuschreiben. So, wie habt ihr den Mitarbeitenden diese Angst genommen? Also wie habt ihr dieses Programm da überhaupt ausgerollt jetzt im Unternehmen? Wie habt ihr das bekannt gemacht und motiviert? Ja. Also da steckt viel harte Arbeit hinter.
Und ne, ich spreche immer so von wir. Das meiste mache ich. Also 90, 95 und mehr Prozent mache ich schon seit Anfang an mit ein bisschen Unterstützung von ein paar Freiwilligen. Das sind hier 3, 4, 5 Leute. Ne? Auch nicht das komplette Kernteam ist ständig irgendwie mit irgendwas dran. Manche haben einfach nur Themen wie, wo könnte Lex in 10 Jahren sein? Ne? Ja, warum nicht? Das sind ja Freiwillige, ich zahle keinen. Ne? Deswegen will ich da auch nicht bestimmen. Die Leute sollen gerne an Sachen arbeiten, die sie möchten. Jetzt nochmal zu deiner Frage. Es gibt bei uns im Intranet Möglichkeiten, natürlich Leute in diese Community einzuladen. Ich habe teilweise sehr lange bis zu 500 Leute am Tag eingeladen. Ja, und dann kommen ein paar wirklich hinzu. Das heißt, hartnäckig, penetrant sein, ne, jeden Kanal nutzen, frech sein, ne, auch hier bekannte Manager fragen, ob sie nicht Lust haben, Sessions zu machen. Das heißt, das zieht auch nochmal, wenn der Chef kommt. Wir hatten schon 2, 3 Vorstandsmitglieder dabei. Und immer weiter werben. Ne? Hier diese Preise haben geholfen und natürlich auch Leute hier überzeugen. Ne? Also ich sage auch, hey, du schaffst das, du kannst das, ne? Mach doch. Ne? Was ist denn dein Problem? Also teilweise, ne, gehe ich dann auch so auf die Leute zu und motiviere die. Und was man immer wieder feststellt, die Kollegen aus dem Ausland sind sehr viel einfacher zu motivieren, ob jung oder alt. Ne? Also die sind Feuer und Flamme, wenn sie Zeit haben. Hier in Deutschland, man hat immer so Angst, oh, ich bin doch kein Experte, ich kann das nicht. Denk doch, teil doch einfach mal nur deine Erfahrung. Wenn du sagst, du nutzt PowerPoint irgendwie 10-mal die Woche, dann erklär uns doch mal, wie funktioniert ein Folienmaster? Ne? Wie baue ich ein Bild ein? Wie mache ich, dass alles schön aussieht? Vieles scheitert an grundsätzlichen Geschichten. Ne? Wir haben bei uns eine Reihe gehabt, ne, mit Outlook besser durch den Tag. Da hat ein Kollege in 6, 7 oder 8 Sessions weit über 1000 Leute durchgeführt. Ne, teilweise Leute auch aus der Shop-Welt. Das heißt, wir haben Kollegen, die sich mit den Tools nicht auskennen. Nicht jeder traut sich zu fragen. Ne, und da machen wir einfach so. Ihr habt ja auch gesehen, ich hatte Probleme, mich hier anzumelden. Ne, hätte ich doch mal hier bei diesem Infocall mitgemacht und alles wirklich nochmal, wäre es besser gelaufen. Und so tun sich auch viele schwer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Whiteboard-Tool Miro kennt, was in aller Munde ist. Ne? Ja. In jeder Session, wo ich mit Miro zu tun habe, sind immer 1, 2 Leute dabei, die noch nie was damit zu tun haben und die halten den Laden auf. Na, da muss man denen helfen, dann kommen wir nicht weiter. Und ich sage einfach, in der Zeit, wo es nur noch um Arbeitsverdichtung geht, sind wir mal ehrlich, ne? Immer mehr Arbeit, immer weniger Leute, immer mehr Stop Doing, was eigentlich gar nicht so ein echtes Stop Doing ist, weil die Arbeit ja immer noch da ist. Ne? Das muss ja gemacht werden. Und da müssen wir eigentlich, da können wir nur an uns selber arbeiten. Und wenn wir uns gegenseitig helfen können und gegenseitig fragen können, dann sparen wir sehr viel Zeit. Wenn ich eine Reisekostenabrechnung machen muss, die ich seit einem Jahr nicht gemacht habe und das Tool hat sich geändert und ich hänge da 2 Stunden rum, das kann ich mir nicht leisten. Wo ist denn die Person, die mir da schnell die richtigen Knöpfe zeigt? Was soll ich euch sagen? Ich habe mal vor ein paar Jahren, musste ich sowas machen und da war so, ich dachte, das wäre ausgegraut. Das war gar nicht ausgegraut, da konnte man wirklich reinklicken. Da habe ich über eine halbe Stunde verbraten, weil ich dachte, da könnte man nichts eintragen. Da habe ich die Hotline angerufen, bis sie meine Frage verstanden hat. Ne? Und das geht doch viel einfacher, wenn wir wissen, auf wen wir zugehen können. Und es muss nicht immer dieses, ich erkläre euch jetzt hier die tiefe 5G, sondern bei uns geht es um Wissensnuggets, 30 Minuten, am liebsten nicht mehr als 60 Minuten, ne, um einen Einstieg zu vermitteln und gerne vielleicht in der zweiten Session tiefer zu gehen. Also für alle Mögliche was anzubieten. Einer unserer Dauerrenner aus dem letzten Jahr ist OneNote für Fortgeschrittene mit Programmierung. Ja, also der hat hier zwischen 400 und 500 Leute dabei, weil die Leute interessiert das, was man noch aus dem Tool rausholen kann. Anna, habe ich deine Frage beantwortet? Ich weiß nicht, ich bin der Experte in viel Reden. Ne? Ja, wobei mich eher so dieses Pragmatische interessiert. Also hast du denn Leute angeschrieben per E-Mail? Ja, klar, hast du alles. Anschreiben, LinkedIn. Ne? Also ich jage alles, also ich gucke bei uns im Internet, gibt es ja immer bei uns auch viele, wer hat denn gerade was gemacht? Bei uns gibt es eine, die hat jetzt hier den STEM Award, diesen MIT Award dieses Jahr gewonnen, die habe ich schon längst angeschrieben, die macht demnächst bei uns was. Also ne, kurz nachdem bei uns die Corona-App rauskam, da habe ich die Leute mal angehauen, erklärt doch mal, ist doch schön, wenn die Mitarbeiter mal erfahren, was das Ding kann, wie das zustande gekommen ist, da gab es bei uns 3, 4 tolle Sessions. Bei uns gibt es jetzt ein Programm, da gibt es Aktien, ne? 3 für 2, ne? Haben sie jetzt aufgesetzt, aber was heißt das denn für Laien? Na, also da waren wir auch die Vorstarter, dann haben wir auch eine Session in die Wege geleitet, die natürlich nicht wir organisiert haben, nachher der offizielle Bereich, aber ohne uns wäre die nicht zustande gekommen. Da waren 10.000 Leute drin, die sich dafür interessiert haben. Was ist das denn? Und das sind halt so Geschichten, die super gut funktionieren. Irgendwo hast du Leute, die kommen von sich aus. Wir haben sehr viele extrovertierte Leute, die sich gern auf die Bühne stellen und irgendwas sowas referieren. Ne? Ja, das muss man ehrlich sagen, die haben nur drauf gewartet.
Dann haben wir andere, die sagen, boah, Franz Werner hat da letztens eine Session zugegeben, das kann ich auch, jetzt mache ich auch, passiert auch nicht so oft. Ne? Und dann natürlich auch, ja, mach doch mal, bitte, mach doch zusammen, mach doch einfach mal. Traut euch, ne? Na, wenn du nicht machst, macht jemand anders. Und diese Leute, die bei uns machen, die werden ja auch weiterentdeckt. Ne? Die werden zu Führungskräfteveranstaltungen eingeladen. Was kann ich euch erzählen? Ich weiß, die Zeit wird dann halt gesprengt, aber wir sind Top-Lieferanten für Führungskräfteentwicklungsprogramme, ja, für andere Geschichten. Wenn man bei uns in den Intranet geht, unser Personalvorstand Birgit Bohle, die hat ein neues Programm ins Leben gerufen, Take a Breath, macht mal Pause. Die meisten Angebote in diesem Programm, das sind unsere Dinger, die da drin sind. Also, ne? Das heißt, unsere Leute erfahren auch einen gewissen Fame. Ja, also, es ist, also und nicht viele, aber es gibt zwei, drei Leute, die haben es auch geschafft, über Lernen von Experten ihr Hobby zum Beruf zu verwirklichen. Da müsste ich sagen, der Kollege aus der Slowakei ist jetzt Excel-Coach, wollte es immer sein. Sorry, ich habe immer so, die sagen mir jetzt, bei mir geht das Herzblut durch die Pferde. Ich weiß auch nicht, super, was danke ich schön. Ich kann das nicht ausschalten. Ja, ich habe nicht gesagt, heute ist noch gar nichts. Ich bin heute komplett ausgepowert. Ne? Nach 8 Monaten war ich das erste Mal wieder Batman spielen. Ne? Du meintest, wir sind zum Teil über 10.000 Leute dann in diesen Calls. Also was nützt da für ein Tool? Webex. Wir haben Webex, okay. Streaming, Broadcast, da gibt es verschiedene Tools. Wir sind doch bei der Telekom. Wir haben alles. Das ist gut. Also auch dieses normale Webex, also wir haben, das verträgt auch 1.000 Teilnehmer. Also das reicht für die Zwecke, die wir es benötigen. Und die Leute kennen es und können, ne, können einfach reinkommen. Und bei uns, da habe ich auch vergessen, glaube ich, zu sagen, du gehst rein, es gefällt dir was nicht, geh doch wieder raus. Ja, hat es dir komplett nicht gefallen, lass auch gerne einen Kommentar, auch gerne einen Link. Also dadurch lernen wir auch alle. Und da gibt es auch die Möglichkeiten, Likes zu vergeben in diesen sogenannten Ereignissen, Kommentare zu hinterlassen. Ja. Und oft gibt es auch jemanden, der was kritisiert. Nicht oft, ich sag mal wenn, aber das ist auch für mich so der nächste Experte. Boah, wie, was, da gab es einen, da hat mal jemand hier Softwareentwicklung erzählt. Ne? Aber irgendwie mit einem alten Stand angeblich. Ne? Das war eine Professorin von der Uni Fachhochschule Leipzig, ne? Da haben sie sich wirklich ausgelassen. Da habe ich dann gesagt, hier, ja, die sich dann ausgelassen haben, aber macht ihr doch dann das, was ihr eigentlich, ne? Wer könnte das denn dann machen? Nehmen wir doch beides. Also ich bin immer der lachende Dritte. Na, wenn dann einer, ich suche Leute, die Content teilen können, ob gut oder schlecht. Das Einzige, was nicht sein soll, ist, bitte bringt meinen Job nicht in Gefahr, ne? Macht nicht irgendwas, ne? Also wir haben ja zig Sachen unterschrieben, aber sonst macht doch einfach. Es gibt Leute, die haben ihre Lebensgeschichte erzählt. Wir haben bei uns jemanden, der macht Inspirationsworkshops, da singen die Nationalhymnen, ja, und solche Geschichten. Ja, es muss nicht jeder reinkommen. Also wir haben auch ganz komisch jeckes Zeug. Demnächst haben wir agiles Mindset auf Türkisch. Ne? Es sind nicht immer viele Leute dabei, aber ich möchte auch, dass die Menschen sich mal verbinden. Dass man mal auch über die Sprache zueinander findet. Ich habe jetzt, wir haben jetzt zurzeit eine Praktikantin bis Ende diesen Monats aus Italien. Für 3 Monate war sie da. Sie macht uns ein Geschenk. Ne? Heute gibt es die erste Session Learning Italian in Englisch, also ne, so eine Art Reiseführer. Und da hat sie 3 andere träge Kolleginnen aus meinem Umfeld, auch Italienerinnen, gewinnen können, da mitzumachen. Und wenn sie weg ist, wird das Ding weiterlaufen. Das heißt, sie ist nicht ganz weg, sie wird auch weiterhin uns zur Verfügung stehen. Und ja, mir geht es gar nicht ums Lernen, mir geht es ums Teilen, um Spaß, andere mitnehmen. Ne? Wir können nicht lernen, wir lernen immer dazu, irgendwann nennen wir es Erfahrung. Ne? Der Rest kommt von allein. Also, und ich habe das Glück, dass hier bis jetzt kaum einer mit Schreien spricht. Also ich mache, wie ich will, was ich will. Meine Chefs wissen auch gar nicht, dass ich jetzt hier bin. Eigentlich müsste ich jetzt mein Feedback-Gespräch, ne, 3- oder 6-monatiges vorbereiten. Aber das mache ich jetzt gleich, hier nach. Ne? Ja, ja, aber ich denke, ich mache zurzeit einen guten Job. Und, ne, und mein Chef hat mich auch schon vorgewarnt. Ne, es wird, ne, also ne, mach dir keinen Kopf. Ne, das ist schon mal ein gutes Ding. Und ich kann euch auch nur raten, startet was in euren Umfelden, startet mit irgendwas, was vorhanden ist. Ne? Nicht, greift nicht nach den Sternen, sondern nach dem, was direkt greifbar ist. Nehmt die Leute, die Bock haben, was zu machen. Und der Rest kommt von selber. Ne? Dann die interessanten, ne, business-relevanten Themen kommen dann mit der Zeit von selber. Ne? Aber startet ruhig mit dem, was ihr habt. Also wir haben auch die ersten 6, 7, 8 Monate war kaum was bei uns. Man kannte uns nicht. Ja, heute haben wir... Ich hatte letztens einen Tag mit 80 Sessions an einem Tag. Ja, das haben wir nicht gehabt im ersten Dreivierteljahr, glaube ich, wenn ich alles zusammenzähle. Ja, wir haben 3.000 Sessions im letzten Jahr. Ja, ich glaube, ne, wir laufen auf vielleicht 4.000 dieses Jahr zu. Und wir sind informell. Ne? Also die Leute haben noch nicht mehr Zeit dafür, theoretisch. Ja, bitte?
Darf ich noch, genau, ganz schnell eine Frage, und zwar, ich versuche jetzt momentan auch im E.ON-Konzern so eine Community zu gründen, weil du das vorhin angesprochen hattest, das fand ich, ist ein super Punkt. Bei uns arbeiten ja auch ganz viele Mitarbeiter in der Fläche, zum Teil alleine, zu zweit, die sind mobil unterwegs, und mich beschäftigt eben auch intensiv die Frage, ja, wie nimmt man denn die mit? Die sind, ich stelle es mir eben auch ein bisschen vor, wie vielleicht auch in einem Shop und so, Arbeit am Kunden nicht unbedingt, gut, im Shop habe ich vielleicht noch Möglichkeiten im PC, aber da kann ich da vielleicht nicht einfach mal um 10 Uhr irgendwie an was teilnehmen, was mich interessiert. Habt ihr da Ideen? Ja, Themen halt auch zeitversetzt anzubieten, mehrere Wiederholungen, würde ich sagen. Wir schneiden nicht mit, aber das nehmen wir jetzt mal ein bisschen ernster. Wir brauchen noch ein bisschen dieses Learning on Demand, weil dann machen es andere bei uns in der Firma und die machen es recht gut. Also wir wollen uns da auch nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen. Und es funktioniert, ja, wie soll ich sagen, auch wenn ich es schon so oft gesagt habe, es funktioniert von allein. Mhm. Also die Leute sehen einfach, hier wird Mühe reingesteckt und das wird honoriert. Und dass nicht immer alles gut sein muss, das ist halt ganz normal. Aber es ist recht gut, weil sich nicht jeder traut, sein Wissen zu teilen. Das kann ich auch nochmal dazu sagen. Und aller Anfang ist super schwer. Das war nie klar, wohin jetzt die Reise geht. Ich habe nur davon mal geträumt nach einem Jahr, das wäre doch mal schön, wenn das mal dein Job würde. Ja, und dass das dann nochmal weitere 2 Jahre dauert, ne? Ja, und dann irgendwann mal plötzlich eine Stelle ausgeschrieben wird und ich bewerbe mich und dann klappt natürlich alles. Also das habe ich nicht. Ne? Also ich hatte eine gute Vorgesetzte, die dann irgendwann toleriert hat, nach meinem Auftritt in der öffentlichen Vorstandssitzung 2018, dass ich Zeit brauche. Und das letzte Jahr in meinem Regeljob hatte ich 70% meiner Zeit, durfte ich für das hier verwenden und 30 für Leitungsgeschäft. Und das muss man auch mal sagen, den Rahmen, dass man einen Rahmen hat, dass man Unterstützer hat und dass man einfach mal startet. Also da auch nicht zu viele Gedanken machen, nicht zu viele Planspiele. Also ich sage den Leuten, einfach ins Wasser reinspringen, einfach mal machen. Und dann kann man es beim nächsten Mal ruhig mal besser machen. Musst du einen Impact nachweisen? Also jetzt zum Beispiel Miro war ja ein super Beispiel, wenn jetzt die Leute so schnell an so einer angebotenen Miro-Erklärung teilnehmen, dann sind die ja schneller. Also ja, ist aber total schwer nachzuweisen. Das ist halt das Ding. Ich sage auch mal, wie willst du Freude messen? Wie willst du diese Mitarbeiterengagement? Alle schimpfen so, keiner macht mehr mit und bei uns kommen sie von selber. Ja, also wir haben 2 Kennzahlen. Ne? Das ist einmal die Follower der Gruppe. Ne, wird sich bestimmt jetzt auch in ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob das neue Tool Follower hat, wird sich zeigen. Ja, und das andere ist halt einfach 10% mehr Sessions als im letzten Jahr. Schaffen wir auch, machen wir keine Sorgen. Ja, alles weitere haben wir einfach mal gesagt, nee, lassen wir einfach mal. Weil ich auch gesagt habe, wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir hätten mehr Technologiethemen, dann sage ich auch jedes Mal, wo ist denn die Lernstunde? Das ist ja eigentlich das Thema, wo ich ja eher gesprochen habe. Wo ist denn die feste Lernstunde in der Woche für den Mitarbeiter, damit er dann frei sagen kann, die nutze ich, um irgendwas zu machen, ob ich jemandem was beibringe oder. Ja. Und das, solange wir das nicht fest drin haben, wie die Mittagspause. Ja. Stellt euch vor, es gibt die gar nicht. Dann würden wir gar nicht Mittag essen. Ja. Ja, dann hätten wir nicht diese Pause. Und so müssen wir auch diese Zeit, wir müssen es einfach lernen, die Leuten die Zeit zu geben. Denn dieses, das ist so, wenn das Messer dann immer stumpfer wird, was wollen wir denn dann nachher schneiden? Und das ist halt die Geschichte. Und bei immer mehr zu tun, immer weniger Leuten, ist das sehr, sehr wichtig, auch dass die Leute fit bleiben. Ja, dass wir eigentlich lernen, wie wir alles Mögliche schaffen. Eigentlich müsste man jetzt das Recording stoppen. Ich hatte ein ganz interessantes Telefonat mit jemandem vorher, ich nenne keinen Namen. Dann habe ich einfach mal kurz fallen lassen, wie schaffen die das von ganz oben? Dass die immer so top aussehen, ne? Und nicht müde. Ne? Ich habe hier 2 Augenringe gerade. Ne? Ja, was machen die denn anders? Da sagt die, ja, weißt du was? Ne? Die kriegen auch ganz selten Burnout. Ja, das war mein eigenes. Und da habe ich auch gesagt, wie können wir denn von den Leuten lernen? Arbeiten die vielleicht nur 7 Stunden? Ne? Ist das vielleicht für uns ein Zukunftsmodell? Haben die mehr Zeit zum Lernen? Ne? Oder mehr Zeit zur Selbstbestimmung des Arbeiten? Ne? Können sie sich mehr Sachen aussuchen? Also mir geht es nicht nur, dass man Tools lernt, aber auch, ne? Wie sind wir jetzt in den Kulturen? Wie kommen wir auch besser zusammen? Wir sind hier bald vernetzt, aber wissen wir, wann die Inder einen Feiertag haben oder was man mit bei den russischen Kollegen lieber nicht macht oder so Sachen. Also, ne, also viele Sachen. Ne, oder wenn wir dann plötzlich Englisch reden, ich sage auch Leuten, nur weil es Englisch klingt, ist es noch lange kein Englisch. Also es gibt da so viele Sachen zu beachten. Und wo lernen wir diese Sachen? Und viele bei uns lernen im Praktikum viel mehr, als sie in 2 Jahren Schule gelernt haben. Und ne, ich sage auch zu jedem, der reinkommt, bitte beobachte die Leute. Wie stehen die, wie sitzen die, wie reden die, wie wimmeln die Arbeit ab, wie übergeben die was, da könnt ihr so viel lernen. Ne? Schaut euch die Mails an, ne? Wie formulieren die. Ich
kopiert euch die Textbausteine von denen, also ne, nutzt das und ne, guckt mal, lernt von den Besten, die sitzen meistens direkt nebenan, wir wollen es meistens gar nicht wahrhaben und wir haben meistens auch innerhalb der Firma, das war ja auch so eine Sache, wir haben so viele Stars, die warten nur entdeckt zu werden, wir müssen auch nicht für teures Geld Leute reinholen, vieles funktioniert bei uns intern schon, manches wird sogar auch als Produkt nach außen verkauft und wir wissen gar nicht darüber Bescheid und das ist doch das Schöne, dass wir einfach mal gucken, ne, wie wir davon profitieren können. Also ich kann noch, ich weiß gar nicht, wie lange ich darf. Ja, ihr müsst mir den Saft abdrehen. Wie kommt ihr dann mit, wenn sich daraus zum Beispiel Ideen entwickeln, dass Leute was umsetzen wollen oder aktiv werden? Wie meinst du das genau, bitte? Ich weiß nicht, wenn man sich jetzt trifft und merkt, okay, keine Ahnung, was weiß ich, Excel-Kurs und dann stellt man fest, oh, da wäre doch ein Makro toll und die ganze Gruppe sagt, oh ja, lass uns dieses Makro programmieren und dann ziehen sie los und programmieren das Makro und stellen es zur Verfügung. Kriegt ihr das mit? Weil das ja zum Beispiel auch ein toller Erfolg. Ja, also wir haben ja auch neben Lernen von Experten noch ganz andere tolle Communities. Ne? Bei uns dieses Digital at Work Programm ist super, super toll. Ne? Das ist auch so ein offizieller Kanal, wo die neuesten Tools nochmal vorgestellt werden. Und die Kollegen bieten übrigens Lernsessions bei uns an, bei Lernen von Experten. Das heißt, wir haben auch viele, in Anführungszeichen, offizielle Kanäle, die unseren Kanal nutzen, ne, um das Offizielle nochmal zu verbreiten. Gerade auch zu Beginn der Pandemie arbeiten wir über Distanz mit den Tools. Da hatten wir hier zig Sessions in der Woche von den Kollegen. Das heißt, es ist jeder herzlich eingeladen, nicht jeder macht's. Ne? Ich habe auch die Dinger mit den Lernhacks. Was hast du denn, wo du sagst, boah, das würde ich gern teilen. Wo kann man das sammeln? Ne? Dass wir das nochmal irgendwie, also wir haben noch zig Geschichten, die wir noch bringen könnten. Oder auch hier, ne, ich rede mit euch, erzähle euch was, aber da kommen auch Ideen. Oder was du jetzt gesagt hast, ne, das nehme ich auch nochmal im Hinterkopf mit. Ne? Wie kann man das besser noch bei uns als Punkt nutzen? Also wir rasten nicht. Ich bin ständig nach der Suche, was können wir sonst noch machen? Weil irgendwann war jeder bei jeder Session. Ne, und dann müssen wir gucken, was, ne, damit wir weiterhin interessant bleiben und ich noch weiterhin das machen kann, was ich so gern mache. Ne?